10 Situationen, die nach einem Kater nicht passieren sollten. Situation 1. Neben dem Bett aufwachen. Situation 2. In einem Dornenbusch aufwachen. Nicht schon wieder. Situation 3. Auf der Toilette vollgekotzt aufwachen. Scheiße! Situation 4. Neben zwei Jungs aufwachen. Wo bist du denn? Hey, nach Hause! Situation 5. Auf dem Marktplatz aufwachen. Was ein Spaß. Situation 6. Nackt in der Gefängnisdusche aufwachen. Situation 7. Auf einem Dach aufwachen. Situation 8. Vor der Polizeistation im eigenen Auto wach werden. Situation 9. Auf der Straße vor hupenden Autos aufwachen. Situation 10. In der eigenen Suppe aufwachen. Tot. So, meine lieben Freunde, das war's mit 10 Situationen, die nach einem Kater nicht passieren sollten. Hier, wo sind wir überhaupt? Im Project-Studio, meine Freunde. Das heißt, ab hier wird jetzt regelmäßig produziert und hier kommen auch Freunde vorbei. Das heißt, Kevin, habt ihr kurz im Video gesehen? Wer ist das? Und Jan. Interessiert keinen. Egal, aber es wird lustig und es wird auch Let's Plays geben mit Bestrafungen. Wir rangeln. Und es wird regelmäßig produziert, jede Woche. Und auch mit dem Jules. Schaut auch bei Jules Official vorbei, bei Jules Instagram Welt. Und Jules Welt bei YouTube. Ganz genau, ich gebe mein Bestes, dass ich ab und zu hier vorbeikomme. Ansonsten geht die Leitung an Casey Macy. Genau, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen hoch und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. I'm feeling Betty. What is? Just normal in Germany.